Scheiße, meine Freunde. Und willkommen bei Migräne Klaus. Alter, hab ich heute Kopf, ey, für den Arsch. Ja, warum? Guck mal, scheiß Wetter mal an. Das ist ja richtiges Kopfschmerzwetter. Boah, ich bin heute richtig am Leiden. Aber was soll's? Muss ich durch? Ich hol mir dann eben so Neuenburg auf dem halben Weg nach. Da hat er noch ein paar Tabletten raus oder was. Und dann ist er wieder gut. Ne? Dann muss ich schon ganz schlafen und dann, ach, kacke, ich hasse Kopfschmerzen. Größte Scheiße, den du eigentlich haben kannst. Nachtharnschmerzen. Die sind ein bisschen schlimmer. Naja, Jungs, pass auf. Heute geht es um das neue Tinemobil. Ich habe ein VW Lupo hinten drauf. Ich glaube, ich baue ja gar nicht aus dem Kopf. Ich glaube, ein Trailer seht ihr hinten, da sieht das grüne Ding da. In Gurkengrün, mit gurkengrüner Innenausstattung. Hat die ja eine Freundin vermacht, das Ding. Ist aber ein Arsch, läuft nicht mehr das Teil. Batterie ist zum Beispiel jetzt leer von dem Ding. Der sprang sehr schlecht an. Ne? Also ich muss gucken, woran das liegt bei dem Ding, dass wir ihn auch wieder auf die Straße kriegen. Schiff hat er noch ein halbes Jahr, glaube ich. Dass er erstmal dann einen Arsch hat. Kann ich wieder Passat fahren, ne? Und sie kriegt ein Sparauto, weil sie jetzt durch ihre neue Arbeit, die sie hat, ein bisschen weiterfahren muss. Deswegen ist es auch ganz cool, das Teil. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so mega schlecht. Und Steuern und Versicherungen sind auch günstig, ne? Understatement pur die Kiste, ne? Ganz einfache Geschichte, auch wenn der Gehaltscheck bei Digger wird bei ihr. So. Ja, das ist der Plan. Das ist ein kleines Nebenprojekt von uns jetzt. Ich habe da aber nicht so die Hauptdirektive drauf. Ich habe gesagt, ich mache das, wie ich Lust und wie ich Zeit habe. Das Ding wird mir ja förmlich aufgedrängt. Mir hat keiner gesagt, dass das Ding gekauft wurde oder irgendwas. Das steht jetzt auch schon seit 3 Wochen auf meiner Auffahrt rum. Und ich musste mir halt was ausdenken. Und habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, pack das Ding mal auf den Trailer. Guck dir das Ding mal an. Ich habe noch nicht durchgeschickt oder irgendwas. Ich will mal hoffen, das Ding ist in so einem Zustand, dass man nochmal TÜV drauf gurken kann. Das jetzt ein halben Jahr oder was. Oha, ein Sattelzug und nicht mit dem Trailer. Das kann eng werden. Nee. Kollege, fahr mal weiter. Ich fahre jetzt nicht mehr, weil das nicht Rasen rechts. Und wenn ich jetzt weitergefahren wäre, dann wäre ich in diesen Schuldscheiß da reingefahren. Ganz enge Nummer. Das ist doch die Straße, wo sie mir den Trabi in den Arsch gefahren haben. Naja, auf jeden Fall fahrt ihr zur Halle. Dann gucken wir uns das Ding mal eben grob an, dass ihr mal ein Video seht, was wir für ein Ding haben. Das ist mal ein kleines Lupo-Projekt, haben wir noch nie gehabt. Eventuell gibt es auch bald noch mal ein BMW-Auto dazu. Ich habe ein gutes Angebot bekommen für den E30. Vielleicht bin ich bald Stolzbesitzer eines richtig gurkigen E30. Coupé. Mal gucken. Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich noch keine Pferde hier wild machen, aber ich hätte Bock auf ein E30 Coupé. Weil ich immer so ein Ding mal haben wollte, so ein bisschen der Sommerdaily oder was. Mal gucken. Gut, Fahrrad. Bis gleich, Leute. Ich melde mich jetzt mal ab. Ich muss Tabletten besorgen und zur Halle fahren. Und seht ihr, mein Passat ist an der keine Rennkiste mit Trailer hinten dran. Wisst ihr Bescheid? Ist das schöne Exemplar eines gurkengrünen Gurkenmobils. Genau neben dem gurkengrünen Gurkenkreisler. Passt doch. So. Ich habe auf Spannung hier reingefahren, aber ist nicht schlimm. Was ist das denn? Haute Tatüte, da steht da drauf. Haute Tatüte. Tüte mit einem VW-Zeichen oben drauf. Und ein Kasten. Oh, wer war das denn? Wer war das denn? Jungs, das ist ein Fanpaket vor meiner Halle. Da gibt es ein Video zu. Da gibt es ein Video zu, separat. Von Sven, kann ich mal sagen. Ist auch geil, noch nie gesehen. Svenny, wenn du das Video siehst, erstmal großes Danke an dich, ne? Voll geil, ne, der Support, ne? Ohne Scheiß, guck mal, ich fahre jetzt gerade einfach so, wie ich halt so von der Arbeit komme jeden Tag. So hier halt so her, weißt du? Und es steht der Kram da einfach so. Voll geil. Danke. Und wie gesagt, siehst du halt hier, machen wir ein Fanpaket-Video raus. Ist ja ein Fanpaket. Ich stelle es mal schnell rein, bevor es durchweicht, weil eigentlich muss man das momentan sagen, was bei mir echt ein dickes Problem ist. Ne? Problem ist nicht die Schrauberei und nicht die Projekte und auch nicht das Geld. Alles habe ich ja schon da, was ich brauche, auch für den VR6 und so was. Mein Problem ist momentan wirklich nur dieses runde Ding. Ne? Das kennt ihr alle, habt ihr auch alle zu Hause hängen, wo Zahlen draufstehen. Zeit, ich habe keine Zeit. Und dann echt zum Ködeln die Scheiße. Wenn ich einfach keine Zeit habe, kriege ich nichts voneinander. Ne? Gar nichts. Oh Gott, wir haben bald den Tag, wenn es so weitergeht. Oh, warte. Dann gehen die Wiedermalskästen, die hier stehen, bis hier.
So, vorhin auf der Apotheke, habe mir gerade noch ein bisschen was gegen Kopfschmerzen geholt. Deswegen gibt es heute zur Feier des Tages Cola. Weil Koffein hilft mich so ein bisschen gegen Kopfschmerzen. Ich hoffe, ich kriege den Scheiß halt los. Übrigens, weil ich Kopfschmerzen meistens hier los. Ich glaube, hier werde ich den meisten Stress los in der Halle. So rein körperlich gesehen. So, ich gehe mal kurz gucken, ob Harald sein Projekt fertig gemacht hat. Wisst ja, der Topolino. Aber soweit ist, wie ich ihn beauftragt hatte damit. Und dann gucken wir gleich mal weiter, dass wir die Lupo-Kiste da reinkriegen. Weil die muss ja noch runter. Und ich habe auch nicht so mega viel Zeit. Mir fehlt momentan echt. Ich arbeite zu viel. Ich merke das schon. Aber egal, muss ich durch erstmal. Ne? So, Kontrolle beendet. Jetzt kann erstmal alles reingeholt werden. Ja, dann mache ich noch ein Video von. Auch von dem Turbolino-Projekt. Wie gesagt, ich habe mal nicht. Es ist nicht mein Projekt, aber ich betreue es gewissermaßen irgendwie. Von Harald. Weil Harald ist halt Kaufmann, jahrelang Kaufmann gewesen, Unternehmer und ist halt kein Schrauber. Ne? Oh gut, geht voran hier. Geil, ne? Ohne Scheiß, hundertprozentige Nummer. Ich denke mal, ich werde heute bei der Kiste, das Video von der Kiste hier fertig habe, dass man so einen kleinen, mal gucken, was mit der Kiste ist, ne? Will ich wahrscheinlich noch zwei Fanpaket-Videos machen. Ich habe ein Fanpaket, das steht schon seit locker einer Woche da hinten rum. Auch nur wegen Zeit, ne? Zeit, diese scheiß Zeit. Aber ich muss halt sehr lange arbeiten. Ich bin halt LKW-Fahrer, da muss ich halt mit leben. Ne? Ach, krass, was da alles drin ist. Ich bin schon gespannt. Ohne Flachs, ich bin richtig gespannt. Was haben wir denn hier noch? Der Deckel ist der Hammer, den zeige ich aber auch noch im Video separat. Der Wiederschmeißkastengott, der hier aussieht. Und mit Facelift-Kasten sogar, ass rein. Ich mag diesen Facelift-Kasten so gerne, den blauen. Packen wir mal dazu erstmal. Oh. Und jetzt muss das Lupo Spezial Rennautomobil darunter. Und wenn der Runner ist, dann mache ich drei Kreuze. Obwohl eigentlich nicht. Ich muss am Wochenende schon wieder los ein Auto holen wahrscheinlich. Oh, so viel zu tun, ne? Aber anderweitig, wenn du billig Sachen kriegen kannst, wirklich günstig Sachen kriegen kannst, dann holst du die einfach, ne? Wie es, wenn du den Platz hast. Übrigens hier. Erster Beta-Schriftzug Max Speedshop. Frontscheibenaufkleber. Von Made by Björn. Björni macht mir die momentan. Und da habe ich auch 50 Stück von bestellt, aber in einer anderen Schriftart, die ich früher auch gehabt habe. Ne? Mal gucken, wir machen bald mal so ein bisschen hier Sticker-Gurke hier in der Halle. Hat nicht, es kann auch werden. Ne? Ich bemühe mich. So, auf geht's. Runter mit dem Scheiß. So, Schlüssel hat er. Der bremst. Das heißt, den können wir mit der Hand runterrollen und mit der Hand runterbremsen. Da brauchen wir keine Bremsewinde dran. Das ist mal ganz gut. Links liegt richtig dran. Da auch, da auch. Gucken wir mal. Bremse löst schon mal. Guter Anfang. Keine Ahnung, ob das gerade oder schief kommt. Das mache ich auch scheißegal, das ist aber rollen. Hat funktioniert. Ein Glück. Achso, zum Thema Anspringen. Alle, alle! Aber auch wenn er nicht alle wäre, der wird trotzdem nicht laufen. Besten Autos! Ah. So, und danke nochmal an den Herrn Deichfuchs für die schönen blauen Gurte, ne? Die sind super, die funktionieren assrein für den Trailer. Mal so gesagt. Die Bänder habe ich noch nicht gebraucht, bis wir die dabei waren, weil die Bänder, die sind für Alufelgen und für Stahlfelgen, da hackst du die Dinger rein und fertig ist. So Leute, wir haben hier ein Lupo. Ich habe null Ahnung, was für ein Bauer das ist. Ich schätze mal irgendwas zwischen 99 und 2003. Ich habe ihn nicht gekauft, also habe ich auch nicht durchgecheckt. Das heißt, im Klartext, da werden wahrscheinlich einige Mängel daran auftreten, die ich jetzt natürlich nicht weiß. Ich fand den Wagen teuer für das Geld. Also bezahlt wurde für den Wagen 500 Euro. Besitzverhältnisse müsste mit Tine klären. Wie gesagt, ist Tines Auto auf jeden Fall.
hat sie mit der Freundin was abgemacht. Oder die Freundin hat mit ihr was abgemacht. Keine Ahnung. Muss sie ja da irgendwie so. Ist halt hin das Auto jetzt. Mehr reicht. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich einen Auftrag. Ich muss ihn wieder zum Fahren bringen. Einen Dutt muss ich keine Wartung dran machen. Einen Dutt muss ich das Ding nicht aufmotzen oder schick machen oder was. Aber ich soll es zum Fahren bringen. Ich schätze mal, dass Tina auch kein Feuerwehrfan ist. Deswegen kommen die Feuerwehrdinger auch noch ab. Nichts gegen Feuerwehr. Ganz im Gegenteil. Ich schätze mal, für ein Männerauto, denke ich mal. Ne? Oder beim Feuerwehrmann. Weil, guck mal, mit Nothammer. Alter, das ist schon ein Grund dafür, dass es ein Feuerwehrmann war. Oder einer, der bei uns nichts zu tun hat. Ne? Guck mal, hier haben wir auch richtig schöne schwarze Radkappen dabei für den Wagen, die auch drauf passen. Was ganz gut ist. Ne? Mit denen die Felgen nicht mehr so scheiße aus. Aber für Felgen sich auf den ersten Blick, ich brauche mich gar nicht bücken. Ich sehe, das sind Sommerreifen drauf. Sommerreifen schon mal scheiße, wir haben ja Winter. Ich sag mal, bei uns in der Gegend ist im Winter eh nicht so hart. Da kannst du fast Sommerreifen fahren, aber nicht als Frau mit Kind. Aber die noch Reifen hinten drin, die waren über Kleinanzeigen zu ver... Das ist gut. Über Kleinanzeigen zu verschenken drin. Gucken, wie gut die noch sind. Da kann ich geschaut. Ich habe die nicht geholt, wie gesagt. Oh, die Lampe geht auch. Die wurden geholt. Das Auto war einfach da. Und ich soll jetzt das Beste daraus machen. Geil! ZV für die Türen, aber keine ZV für die Heckklappe. Das ist auch wieder so ein relativ modernes Auto, Golf 4-Ära, und da hast du noch nicht. Übrigens, ich bin nicht so ein Lupo-Fan. Wisst ihr warum? Weil ich finde, für dasselbe Geld kriegt ihr auch ein Polo. Ein 6N2 oder ein 6N oder auch schon 9N, wenn ihr gut guckt. Deswegen bin ich nicht so ein mega fetter Lupo-Fan, weil ich finde, in dem Preissegment gibt es bessere Autos. Ne? Auch ein Corsa C würde ich vorziehen, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn er nicht gerade hässlich ist, der Lupo, aber der ist halt sehr klein. Ne? Einzige, was mich interessieren würde, wäre der 3-Liter Lupo. Dieser Dieselmotor, den erinnern wir mal. Da gab es einen mit einem richtig sparsamen Dieselmotor, den sie auf 3 Liter gebracht haben. Deswegen hieß er auch Lupo 3L. So, Reifen. Naja. Das ist okay. Winterreifen. M&S-Reifen. Reifenmaß passt. Haben wir hier noch welche bei? M&S-Reifen. Ja, gut, für zu verschenken waren die okay. Ich sag mal, wir haben noch TÜV-technische, also bis die Dinger nicht mehr gut sind, da fehlen da 20%. Ne? Das sind 4 mm oder 3 mm, die noch haben. 1,6 darfst du. Ist schon eine Grenze. Und schon rostig die Felge. Die Frage ist natürlich nur, ob die Dinger jetzt im Winter mehr bringen. Da kann man fast schon die Sommerreifen drauf fahren, bin ich ehrlich. So, wie gesagt, Fahrzeug ist gurkengrün, was ich gesehen habe bisher. Ich gucke mit euch das erste Mal auch drauf. Heckscheibe wird schon abgebaut. Mit einem Gummi zugepenöpelt. Wahrscheinlich war er kaputt, schätze ich mal, oder auch schon hat gefehlt. Wir haben hier E-Fenster, was ich schon mal ganz geil finde, eigentlich für so eine Kiste in dem Preissegment. Da haben wir den gleichen Lichtschalter, wie die ganzen modernen VWs alle haben. Piepen kann er auch. Smart 23.000 gelaufen, ist okay. Hat ein VW Alpha Radio aus dem Golf 3 drin. Das muss ich wahrscheinlich eh rausnehmen, wird ihn wahrscheinlich nicht haben. Halter am Start und Getränkehalter am Start. Okay, warum nicht? Heckscheibenheizung, Warmlenker. Mehr Aufstellung hat das Ding nicht. Und die Knöpfe sind der letzte Scheiß. Ne? Lüftung vorhanden, Aschenbecher vorhanden, kein Handschuhfach wegen Airbag und ein paar alte Kaugummis dabei. Sicherlich wird abgelaufen seit 1900, keine Ahnung. Und ein halbes Jahr Rest-TÜV. Geil, ne? Guck mal, Kassettenradio drin, VW Alpha, aber hier unten so ein CD-Halter. Das wird in der Art Ausstumpf. Naja. Haut mich nicht von der Socken, aber ich bin 500-Euro Auto. Was willst du erwarten, ne? Ein Bentley kannst du nicht kriegen, aber man überlegt, dass mein Passat 400 € gekostet hat. Hm. Ich persönlich, ich finde ihn ein bisschen teuer, aber nicht sehr teuer. Fast schon okay. So, Motor. Kaputt. Nein, deswegen war es schon zu teuer, finde ich. Springt ganz schlecht an. Wenn er läuft, läuft er aber. Ich habe ihn einmal schon laufen gehabt. Das testen wir gleich nochmal eben diesen Video hier aus, um zu gucken, was das ist. Dann könnt ihr schon mal eure Diagnosen, was ihr meint, in die Kommentare schreiben. Ich tippe auf immer für Nebenluft oder so in der Art. Ich glaube, das wird nicht für großen Arsch sein. Aber auf jeden Fall. Ich das Ding auf. Ich will einen Knopf finden für das Scheißding. Da. Haubendämpfer ist noch gut. 1 plus mit Sternchen. Hier, 1 Liter MPI-Motor. Baujahr steht drauf. Ne, nur ich frage schon nochmal, ne? Ja. Öl. Obligatorisch schon mal unter Minimum. Das ist sicherlich ein gutes Auto. Sehr gepflegt.
Aber gut, das reicht am Anstarten, reicht das aus. Letzter Ölwechsel bei Mabanol eBay Öl 2014. Bei 193.000. Okay, das ist okay. Dann hat er erst 30.000 Kilometer in Öl gelaufen. Das ist bei der 500-Euro-Karre auch sowas von scheißegal. Was hat er drauf? Ja, mit blauem Deckel. Da gibt es schon Tuning. Also scheint er mechanisch okay zu sein. Wir gucken gleich nochmal eben unterm Öldeckel bei dem Ding, ob da vielleicht Schleim ist oder irgendwas. Aber sogar wenn er da Schleim hat, ne? Das Ding ist schon gekauft. Ne? Das ist ja schon hier. Ne, ist okay. Sieht okay aus, die Kiste. Also technisch, auf den ersten Blick, sieht der Motor okay aus. Finde ich wenigstens. Das ist das Erste, was ich gucke, ist immer nur Öldeckel. Wasser gucke ich mal an, ob da irgendwelche Dinger drin sind. Bremsflüssigkeit sehe ich, ist was drauf. Der kann ich nicht sagen. Ich bin auch schon einmal, ich habe einmal zum Laufen gebracht und bin auch immer gefahren. Hier sind die Deckel zum Brücken. Machen wir eine Batterie davor und gucken mal, wer anspringt. Bin gespannt, weil einmal im Motorlauf hören wäre vielleicht ganz gut. Das ist auch 4 Wochen auf meiner Aufnahme oder 3 Wochen oder so. Irgendwie sowas. Gute Batterie. Das ist eine gute Batterie. Oh. Das Schädige ist ja halt, ich habe halt mal so einen festen Arbeitsplan, was ich wann an meine Autos mache, damit ich auch zur Saison 2020 meine Autos wieder alle auf der Straße habe, die zu treffen fahren, ne? Wie VR6 fahre ich ja zu treffen, im Derby auf jeden Fall mein Einser, gut, der ist ja fertig, der Einser, halt alles aus, die ich zu treffen fahren, ne? Auch die Gurke, ne? Ich habe so einen richtig festen Terminplan, okay, dann machst du das, dann machst du das und dann kommt ganz plötzlich aus nix das. Und dann ist der ganze Plan schon wieder durcheinander. Alter Schwede, ich kann mir eigentlich gar nicht mehr leisten, normal arbeiten zu gehen. Wenigstens nicht, wenn ich hier vorankommen will. Ne? Deswegen nehmen wir das nicht übel, wenn ich manchmal Sachen nicht auf Anhieb hinkriege. Mir fehlt meistens einfach die Zeit. Aktuell ist wirklich ein Zeitproblem. Ich hasse es, keine Zeit zu haben. Ich glaube, das kennen einige von euch, die eine Familie haben und dann nebenbei noch irgendwie ein Hobby ausführen wollen. Auch, ne? Ich bin froh, dass ich eine humane Familie habe, die sagt, Max, ach da, ist besser, Max, du kannst noch ein bisschen rumspielen gehen. Ne? Wenn ich eine tolle Frau nicht hätte, wie ich die habe, dann würde ich das alles gar nicht machen können, was ich jetzt gerade mache. Deswegen, mal gucken, wenn es mit der Zeit so ausgeht, weil Equipment habe ich ja, vielleicht schraube ich die ganze Nummer auf eine Selbstständigkeit hier oben irgendwann mal, dass ich wirklich mal wieder An- und Verkauf mache mit Kfz, und versuche davon zu leben. Wäre auch geil, aber ich bin für einen Autohändler zu ehrlich, das ist das Problem daran. Da werdet ihr sehen mit dem Cherokee-Video, oder habt ihr schon gesehen, wenn ich so ehrlich bin. So. Strom ist dran. Minus, plus, ne? Ja, ich komme minus bei der Batterie und gehe nicht irgendwo in den Rahmen, das ist mir so von scheißegal. So, guck mal, anspringt. Das soll Probleme machen mit Anspringen, auf jeden Fall, das weiß ich. Gang ist raus, Zündung, oh, ist vorhanden, Benzinanzeige. Schlägt auf dem halbvollen Tank, Jungs. Halbvoller Tank, das ist verdächtig. So, ich habe früher mit ein bisschen Gas gestartet. Das war nix. Kontaktfehler. Alter, der Pluspol, dieses komische Taktblech, was da oben drauf sitzt, ne? Da kannst du auch keinen Krieg mit gewinnen. Jetzt? Alter, was eine Scheißkonstruktion. Wer denkt sich denn so weit auf mit dem Sicherungsscheiß da oben drauf und diesen komischen Kontakten, die dann da sind? Und dann bist du das Ding Brücken, da hat ja keinen Serviceanschluss dran. Leute, Autos, Hersteller, baut eure Autos ordentlich. Alter, das ist doch scheiße, ist das doch. Das gefällt mir gar nicht. Das geht auf den Sack. Alter. Und ja, ich schneide das extra nicht raus, damit ihr die Tortur selber sehen könnt, was das für Mist ist. Und auf der Batteriehalterung festgeschraubt, die original an den Pluspol rankommt. Alter, wäre jetzt Saft drauf, hätten wir mal original richtig Kabelbrand. Guck mal hier, da. Das ist Masse, da ist. Echt jetzt?
Was ist da für eine Konstruktion? Lampe drin, innen an, an, aus, an, aus. Oh, bin ich gar nicht der Freund von. Ich mag das Auto jetzt schon nicht. Ich hätte ihn auch nicht ausgesucht. Ich habe wahrscheinlich einen Polo genommen oder sowas. 9N oder ein Fox. Also ein VW Fox. So eine Art. So ein Mexiko-Bomber. Reicht das jetzt? Wuhu! Ich bin schon mal gar nicht an die Kiste. Läuft die Benzinpumpe vor? Ich höre keine Pumpe. Nein, höre ich nicht. Ein bisschen Gas starten, die Nummer. Pumpe ist Schrott. Geil, ich bin am Orgel und die Öllampe geht an. Das habe ich noch nie gehabt. Komm, kein Sprit an. Ich brauche keine Benzinpumpe. Ihr? Ich glaube, die Pumpe ist platt. Deswegen läuft das Ding nicht. Oder das Relais ist platt. Hier, mal testen. Hört das vorlaufen? Nein. Wir können ja mal testen. Wir können ja mal die Ansaugung schon relativ schnell frei machen bei dem Ding. Dann machen wir ein bisschen Startpilot da rein. Und dann gucken wir mal. Was ist die Ansaugung hier noch nicht? Vielleicht der Luftfilter. Oh, ich will diesen scheiß Deckel nicht abschrauben. Oh, diese scheiß Plastikkacke. Das ist nicht meine Welt, Jungs. Das ist nicht meine Welt. Aber da wenigstens noch einen manuellen Kupplungszug und diesen gleichen Kacknachsteller wie der T4 hatte, der überhaupt nichts taugt. Okay, gut, lupotechnisch. Ja, ich krieg keinen Sprit. Pumpe wird 99,9% unter der Rückbank sein. Das heißt, wir müssen erstmal alles freiräumen. Und dann können wir mal kurz kleine Diagnose machen, ob da eventuell Strom ankommt oder sowas. Das können wir auch eben machen, finde ich. Und dann stellen wir das Ding erstmal in eine Ecke und machen, dass wir nicht Bock und Zeit dazu haben. Weil ich habe heute im Kopf veracht, habe ich schon erzählt. Und da kann ich mich mit so einer Scheiße nicht beschäftigen. Wie gesagt, ich habe mir den nicht angelacht. Der wurde mir angelacht. Ne, weil eigentlich nehme ich sowas nicht. Und dann nehme ich nicht mal Kundenaufträge an oder irgendwas. Außer halt am Amazon Fiat. Aber die haben ja mal Zeit. Da kann ich machen, was ich will. Ne? Weil ich selber dann nicht einsehe von der Zeit her. Ne? Alter, da ist ein Knarrenkasten hinten drin. Jungs, da ist Gold drin. Da ist Gold drin. Alter Schwede. Warte, komm, wir müssen buddeln. Das macht mich jetzt gerade doch ein bisschen aufgeregter. Yeah! Da ist Gold drin. Yes, inklusive Knarrenkasten. Ist das ein billiger? Ah, Knarre ist relativ grob verzahnt. Connex. Mittelgroße Knarre. Jetzt mal raus damit. Ja, seht ihr, das Leben ist doch nicht ganz so scheiße. Das ist ja schon mal ein halber Lohn hier, der gute Connex-Kasten. Mit Sekundenkleber, oder? Gummilösung. Naja, kannst du auch den Krieg mitgewinnen. Scheißegal. War dabei, hat mich jetzt gefreut. Gut. Ich glaube, die Bank jetzt zurück. Und dann gucken wir gleich mal. Das sind doch Mofa-Reifen, ne? 155er Reifen. Das ist ja wie beim 86C. Moin, Harald. Hast du mir gerade einen Schreck eingejagt? Na, und was macht dein Projekt? Na, mein Junge. Hab's nur geguckt, alles schön blau geworden. Hast du nicht geguckt? Da haben wir ja geguckt, blau geworden. Und gut? Sieht gut aus. Trocken? Ja, kurz trocken. Willst du mir dann eben Farbe geben? Natürlich. Ja. Muss nur meine Bank zurückklappen hier. Das ist so eine Art von Auto, was schon seit einem Monat auf meiner Auffahrt rumsteht. Das Auto hier. Der gammelt schon seit einem Monat auf meiner Auffahrt rum, dieser Wagen hier. Hier, in Friedeburg? Nee, bei mir zu Hause. Und er fährt nicht. Und warum fährt er nicht?
Obwohl er kaputt ist. Die hat sich meine Frau anschnacken lassen. Und die musst du heil machen? Die mache ich dann wieder heile, ja. Ach so. Die Benzinpumpe ist kaputt, das geht noch relativ fix. Also. So, das Spezialauto, weiter geht das. Harald ist versorgt. Jetzt kommen wir noch mal hier hinten rein. Das ist die Abschleppöse, die hat nichts zu sagen. Die haben wir gerade für den Trailer gebraucht. Aber der ist relativ trocken. Ich wollte nicht nur Schlechtes sagen. Also blechmäßig sieht der ziemlich gut aus, tatsächlich. Und hat auch fast keine Beulen und Kratzer. Ne? So, kann man die hochklappen, die Rückbank von der Karre hier? Lupo habe ich noch nie gehabt, bin ich ehrlich. Ich habe schon viele Polos gehabt und allem drum und dran, aber Lupo kann ich gar nicht mitreden. Aber das ist schön gemacht hier, guck mal. Das ist geil gemacht. Kannst sagen, was du willst. Das ist eine schöne Lösung. Mal rausziehbaren Spanneisen-Ding an da. Und das Ding hier, was ihr da seht, guck mal. Aha, das Ding verrät sich. Ist definitiv die Pumpe, schätze ich. Und der Verkäufer von dem Ding, der uns gesagt hat, die Kiste läuft ohne Probleme, der wusste das auch. Ihr lacht euch gleich tot. Das ist richtig schlecht vertuscht. Richtig schlecht. Richtig gurkig. Ampel? Pass auf. Hier ist die Abdeckung für die Benzinpumpe. Also wenn ihr jetzt hier hinkommt, guckt ihr sozusagen auf den Tank drauf von der Kiste, ne? Mir ist das nicht. Und ihr seht, da liegen zwei Schrauben. Ich habe die nicht abgeschraubt. Und eine Schraube ist nur reingeschraubt. Das heißt, die Benzinpumpe hatten sie auch schon raus gehabt. Und da ist er, die Sau. Das machen wir jetzt ganz einfach. Nehmen wir den Stecker ab, der da dran sitzt. Da wäre noch keiner bei gewesen, so wie es aussieht. Obwohl das Ding abgeschraubt war. Weil es ja erst so dreckig und staubig und schimmelig ist, das Ding. Und dann gucken wir da einfach mal, was Phase ist, was Strom ankommt. Guck mal, das ist braun, das ist Masse. Ne? Das da, diese kleinen Kabel müssen eigentlich für den Tankfühler sein, der da drin sitzt. Das rote müsste Plus sein. Das heißt, wenn wir das Messgerät gleich dran machen, ein Messgerät uns zeigt, da kommt Strom an und die Pumpe nicht läuft, dann wissen wir auf jeden Fall, diese scheiß Pumpe ist im Arsch. Und dann wissen wir auch, warum die Karre nicht läuft. Ganz einfache Geschichte, oder? Das ist schön an solchen einfachen alten Autos, ne? Das ist halt noch so Autos von niedrigen Preiskategorie. Auch modernere Autos kann man immer noch ganz gut kaufen. Weil die haben teilweise auch MPI und sowas drin, ne? Aber muss ich jetzt echt... Mal abgebrochen. Ich finde, das ist eine richtige gute Lösung. Ist der Stecker drauf festgemacht? Alter. Ich brauche einen Schlitzschraubenzieher. So, hier ist der Stecker. Seht ihr das? Rot ist Plus, braun ist wahrscheinlich Minus. Ich finde es weiter geil, der festhält, ne? Muss ich da irgendwie reinstecken, dass die richtig festhalten. Jetzt bin ich gespannt. Ihr seht, oh, Alter, das ist eine Knutschkugel. Und das sagt der, der 4500 dahinter stehen hat. So, da 0,0 Volt. Zündung mal eben einmal anmachen. Kommt Strom an. Nur 9 Volt, okay. Scheißegal. Kann auch Gerätetoleranz sein, was ich was. Auf jeden Fall kommt der Saft an. Also das Relais schaltet. Also wird die Benzinpumpe hier in den Arsch sein. Ne? Ganz einfache Diagnose. Thema erledigt. Benzinpumpe neu. Auto fährt wieder. Mann, diese Investition in die Karre. Guck mal hier. Der Tank ist wirklich halb voll. Hier. Das stinkt hier veracht. Sieht noch Benzin aus. Tank ist sogar relativ sauber. Immer reingucken. Ich hatte mal einen Opel Vectra B gehabt. Da war so Kleber unterm Tank, unter der Benzinpumpe. Und da hat der Kleber immer sich in die Pumpe reingezogen und hat mir eine Pumpe neu gekillt. Der Wagen hat damals mehr Benzinpumpen gebraucht wie Benzin. Ich hatte immer zwei dabei gehabt. Der Deckel eben drauflegen. So, jetzt hätte ich ein bisschen auflassen hier. Ist das gut. So, Pumpe schon rausgeholt. Ist ja wieder aus wie ein Rapper hier. Mehr, Johanna da. Hier ist sie. Die ist platt. Gute ist, man kann die darin tauschen. Man kann die rausnehmen. Das ist das gleiche Patent wie bei Opel auch.
Ich konnte ja 12 Volt mal drauf machen, testweise. Mache ich aber nicht. Wie soll ich sagen? Angst, das Ding abfackelt. Also einfach mit Benzin. Lassen wir es morgen jetzt so stehen, das Ding. Oh, wir können die mal aufmachen vielleicht noch. Warte. Scheiße, jetzt fahren wir Benzin, der Behälter. Immer noch. Puppe wieder neue Putzlappen. Scheiß Ding. Ne, hab ich jetzt auch keine Lust drauf. Da machen mir die Kopfschmerzen einen echten Strich durch die Rechnung, bin ich ehrlich. Ich lasse ihn jetzt erstmal irgendwo in der Ecke, dass ich schön ein bisschen ausdunsten kann, ein bisschen aus hier lüften kann und dann gehen wir da in alter Frische morgen bei. Beziehungsweise, ich kaufe mal eine neue Pumpe und fertig, wisst ihr? Gut ist das. Ich stelle jetzt nur da rein, ich schmeiße ihn nicht weg, ne? Weil wahrscheinlich brauche ich den Halter noch. Guck mal, was kostet denn eBay? Schön billige Nachbaupumpe, gut ist das. Rein damit, Karre fährt wieder. Lustig ist, ich bin den Wagen schon mal gefahren. Der sprang noch richtig scheiße an. Ich schätze mal, weil er nicht genug Sprit gekriegt hat. Das heißt, für uns jetzt, so, die Scheiße kommt wieder ab. Das kann das Ladegerät, die ganze Kacke, dass die Karre mal wieder ordentlich auflädt. Und dann gucken, machen wir weiter, wenn wir eine neue Benzinpumpe haben, würde ich sagen. Das hätte einfach so machen können. So, wisst Bescheid. Das war Fehlerdiagnose am VW Lupo in schnell und eigentlich relativ fehlerfrei, ne? Wie gesagt. Ihr wisst Bescheid, ich melde mich jetzt ab. Ich muss noch eben bei Harald etwas gucken, hinten an seinem Auto da. Und ja, und dann ist auch gut für meinen scheiß Kopf, das macht mich fertig, echt. Bis dann, munter und Fahrrad und schönen Tag euch.